Ja, Bergi, mach mal einen kurzen Blick zurück auf den vergangenen Freitag, Spiel gegen Kapfenberg. Ja, es war eine bittere, weil doch total unnötige Niederlage, oder? Auf jeden Fall, aber ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht mehr so viel mit dem beschäftigen. Jetzt haben wir das nächste Spiel am Freitag gegen Liefering und das ist schon wieder vergessen. Das war bitter, das wissen wir alle. Aber man kann auch sehr viele positive Dinge daraus ziehen und wir haben sehr gut Fußball gespielt. Wir müssen nur vorne noch konsequenter werden und dann werden wir gegen Liefering gewinnen. Welche anderen positiven Sachen außer das Fußballerische kann man noch herausstellen? Ich denke, dass wir defensiv eigentlich fast bis zum Schluss eigentlich gar nichts zulassen haben. Und der Freistoß, ja, das war vielleicht eine unnötige Aktion, aber sonst sind wir eigentlich ganz gut gestanden defensiv. Und ich glaube, dass wir auch sehr viele Möglichkeiten nach vorne hatten eben. Und das ist auch schon mal sehr gut. Und da wir uns die letzte Zeit eigentlich, also eine Zeit lang hatten wir sehr Probleme mit Torchancen herausarbeiten und es funktioniert zurzeit sehr gut. Wir müssen es nur noch mal verwerten und dann schaut es noch besser aus. Trotz der Niederlage, der FC Wacker-Innsbruck ist eindeutig auf dem aufsteigenden Ast. Nicht zuletzt deshalb, weil du auch wieder zurückgekommen bist nach deiner langen Verletzungspause. Wie siehst du deine aktuelle Situation im Team und deine aktuelle Leistungsgrenze? Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein kann, dass ich wieder trainieren kann mit der Mannschaft. Das ist natürlich nicht immer so einfach für einen Spieler, wenn er verletzt war, wenn er verletzt ist und von der Tribüne das Spiel beobachten muss und nicht eingreifen kann. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, dass ich der Mannschaft helfen kann und dass wir ja mal den ersten Schritt gemacht haben, dass wir von unten rauskommen. Jetzt müssen wir nur noch ein, zwei Spiele gewinnen, glaube ich, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das nächste Spiel kommt am Freitag, übrigens TV-Live-Spiel, in Liefering, also besser gesagt in Grödig gegen Liefering. Ja, gegen diese, wie soll ich sagen, außer Konkurrenz spielende U19-Truppe haben wir bisher nicht sonderlich gut ausgeschaut. Ja, dass die sehr gute Fußballer sind, dass die junge, wendige, dynamische Spieler sind, wissen wir auch. Und wir haben schon über die Videoanalyse einige Aktionen von ihnen sehen können und haben natürlich das Spiel gegen Lustenau verfolgt und ich denke aber, dass die auch nur zwei Beine haben und dass jede Mannschaft die schlagen kann, auch wenn die sehr gut sind, das sagt nichts aus. Wir wissen ganz genau, wie wir gegen die Mannschaft spielen müssen und werden alles dafür tun, dass wir am Freitag auch denen ein bisschen auf die Füße steigen können und sich eine Empfehlung können. Was macht es so schwierig gegen die? Ja, sie spielen einen sehr schnellen Fußball, sie haben alle sehr gute technische Voraussetzungen, sie haben ein sehr gutes Passspiel und natürlich machen sie sehr gute Laufwege, die was einstudiert werden. Sie bewegen sich immer zwischen die Löcher, zwischen den Ketten und spielen dann nur mit ein, zwei Kontakten, was es natürlich sehr schwierig macht zu verteidigen. Im Wesentlichen präsentieren sie sich als ziemliche Wundertüte, also spielen ganz vorne mit, sind Tabellenführer und plötzlich verlieren sie gegen Underdogs wie Austria Lustenau, gehen sie richtig unter. Wie kann denn das sein? Ja, das Spiel ist eben auch mit sehr viel Risiko verbunden. Sie stehen sehr hoch, sie wollen im Pressing spielen, also sie attackieren sehr hoch und vor allem die Innenverteidiger schieben raus und wollen den ersten Ball attackieren. Und dann stehen aber natürlich sehr viele Räume hinten. Und da muss man versuchen, schnell zu kontern, also hinten kompakt stehen und dann zu kontern. Und dann sieht man, dass man da auch gegen so eine Mannschaft gewinnen kann. Das ist natürlich unsere Chance. Wie gehen wir das an? Genau so werden wir es angehen. Wir werden kompakt stehen. Wir werden versuchen, mit wenigen Kontakten hinten schnörkellos zu spielen und vor allem mit wenigen Kontakten in die Tiefe zu kommen, um die Verteidigungskette zu überspielen. Und dann müssen wir die Chancen, die wir haben, müssen wir eiskalt nutzen. Und ja, dann werden wir das Spiel gewinnen. Das ist der Plan. Ja, Bergi, dann hoffen wir, dass es genauso eintritt. Vielen Dank fürs Interview und alles Gute. Gerne. Ciao.